Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich. Ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Balaklava. Natürlich, was auch sonst. Thank you.
Verzeihen Sie, Gentlemen. Sergeant Freddy Everline vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Oh, ja, ja, es ist hier entlang. Folgen Sie mir, Sergeant. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften, nicht wahr? Ich werde sehr diskret sein. Normalerweise hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Themse gefallen. Eine meiner Lieblingsverkleidungen ist die einer alten Lady. Meiner Mutter nachempfunden. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Sie war eine knallharte Frau. Hatte ein kleines Problem mit der Gesichtsbehaarung. Wir haben es als Puppenhaar verkauft. Du! Wir haben einen Eindringling! Du bist tot! Schau nach dem Rock, Jungen! Ich kann es nicht! Bete, dass ich dich nie nicht direkt hinter dir habe. Vor einem Moment noch hier. Ist der eine Art? Ich gehe zurück. Mach doch, was ihr wollt. Nichts. Ich werde ihn verlieren. Wo zum Henker willst du hin? Dieser verdammte Freiheit! Niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Sicherlich werden solch standhafte Verteidiger Britanniens wie Sie ihre Pflichten nicht vernachlässigen. Israelis Anhänger haben sich nach dem Attentatsversuch hinter ihm Schande! Schande! Was hätte man mit uns gemacht damals im Balaklava? Wenn nicht. Wir Schwierigkeiten an die Wand gestellt und erschossen. Und zwar völlig zu Recht. Oh Gott, nicht Balaklava schon wieder. Tut mir leid, mein Lord. Der Wind bläst in Disraelis Richtung. Kennwort. Balaklava. Bitte. Ah, Minister Hacker. Einen Moment. Dieser Papierkram bringt uns noch alle ins Grab, was? Nun dann, diskutieren wir das wie... Gütiger Gott! Wer verdammt nochmal? Oh, hören Sie auf.
Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe! Denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. Außerdem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen? Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina! Endlich! Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otso Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden.